RDS-System von Glapor. Was ist das eigentlich und wofür wird es angewandt? Das erkläre ich euch jetzt in diesem Video. Ihr habt hoffentlich noch ein Baugrundstück ergattern können oder habt vielleicht schon lange den Wunsch gehegt, ein Haus zu bauen und macht euch jetzt die ersten Gedanken über den Beginn des Hausbaus. Und zum Glück tut ihr das und seid bei unserem Video gelandet, denn es ist ein ganz wichtiger Schritt, sich über das Fundament und auch nachher über das Dach zu informieren. Denn es gibt einen alten Spruch, den ich damals im Studium von meinem Prof gelernt habe, am Fundament und am Dach soll man nicht sparen. Und vielleicht geht es gar nicht um das Geld, sondern es geht um den sinnvollen Einsatz von geeigneten Materialien. Das klingt total irgendwie abstrakt, aber ich kann es vorwegnehmen. Es wäre gut, wenn wir zusammen in Zukunft unsere Häuser so bauen, dass sie möglichst wenig Kunststoff in sich haben und dass wir sie nachher, auch wenn man das nicht so gerne hören mag, auch nachher wieder auseinanderbauen kann und vielleicht ein neues Haus damit schaffen kann. Dazu aber später mehr. Ihr habt vielleicht, wie ihr hier seht, ein Baugrundstück ergattert, vielleicht in einem Neubaugebiet oder so wie hier in einer gewachsenen Struktur. Und irgendwann kommt der Tag, an dem Stefan mit dem Bagger kommt. Und der wird euch ein schönes Planum abziehen. Planum, er wird es planeben abziehen, damit ihr eine Sauberkeitsschicht bzw. eine Arbeitsebene etablieren könnt. Das sieht man hier so grau. Das ist meistens so Recyclinggemisch oder irgendetwas anderes. Darauf könnt ihr nachher euch weiter austoben und eure Dämmstoffe und euer Haus setzen. Das ist eine ganz wichtige Ebene. Holt euch da auch Informationen ein, wie man die ausbilden kann. Und ihr seht hier im Bild am Rand eine ganz andere Struktur, eine glatte Struktur, werden die meisten kennen. Das ist oft das sogenannte Streifenfundament, das etwa 70 cm tief in den Boden hineinragt. Viel Beton, viel Baggerarbeit oder einige Schaufeln sogar mit dem Spaten selber. Das braucht ihr nicht, wenn ihr unser RDS-System verwendet. Denn unsere RDS-Elemente sind zusammengeklebte Schaumglasplatten, die wir hier im Werk im Mitterteich für euch genauso wie ihr sie braucht auf Maß vorkonfektionieren und vorbereiten. Ihr seht sie hier einmal im hinteren Bereich. Das sind zwei gegeneinander gesetzte Platten, eine kleine und eine große. Und das Maß richtet sich nach eurer Betonplattendicke. In diesem Fall seht ihr hier, das ist eine 30er Betonplatte, die dort raufkommt, und wie dick ihr unter eurem Gebäude dämmen wollt. Dazu gleich nochmal mehr. Wichtig ist mir, dass ihr hier seht, hier haben wir Andreas, der gerade mit seiner Maurerkelle ein bisschen Mischung, sagt man so umgangssprachlich, eine Maurermischung auf das ausgebrachte Fundament bringt und dann die RDS-Elemente, ich sag's mal ganz salopp, aufmauert, also aufstellt. Vorteil, wenn er die in diesem Mörtelbett aufsetzt, kann er sie ausnivellieren, er kann sie setzen, er kann ein bisschen mit dem Hammer, mit dem Gummihammer die Höhen entsprechend regulieren. Es ist ein relativ einfaches Setzen einer Randdämmschalung. Und wie der Name schon sagt, kann dieses Element nicht nur dämmen, sondern auch zugleich als Schalung fungieren. Was ist eine Schalung? Schalung ist einfach ein anderes Wort für Förmchen. Das ist das Förmchen, mit dem ihr eure Betonplatte nachher fertigt, beziehungsweise in das euer Beton eingegeben wird. Das seht ihr hier auch mal ganz deutlich. Also wir besprechen zusammen, wie viel Dämmung Schaumglas Schotter anstelle von XPS, dieses rosane oder lilane oder grüne Material aus Kunststoff. Ihr könnt euch Schaumglas Schotter von uns unter die Bodenplatte geben und den dann verdichten. Das erkläre ich euch mal im anderen Video. Schaut auch gerne nochmal die anderen Videos von uns an, da erklären wir euch das nochmal genauer. Ihr gebt den Schotter dann quasi unter die Bodenplatte ein als Wärmedämmung. Und die Platten werden ringsrum gestellt als Förmchen. Und jetzt habt ihr zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, eigentlich sogar drei. Ihr habt die sogenannte Schalung. Ihr habt euer Dämmpaket, was unter die Bodenplatte gehört. Und ihr habt zugleich einen absolut wasserdichten, übrigens auch brandsicheren und auch Mäuse- und Nagetiersicheren Gebäudesockel. Was will man mehr? Übrigens, die Sache mit den Nagetieren wird immer so belächelt. Dann sagen alle, wieso bringst du denn das Argument mit den Mäusen? Was haben denn Mäuse mit meiner Dämmung zu tun? Schaut euch mal XPS-Platten oder Kunststoffdämmstoffe an, die von Ameisen heimgesucht wurden oder die Mäuse gerne auch auseinanderpflücken, um sich damit ein Nest zu bauen. Wirklich irre, was da teilweise in unseren Gründen im Baugrund passiert. Und der Vorteil von Schaumglas ist natürlich, Glas
packt man sich nicht so gerne ins Nest, das kratzt auch nur und Nager und Ameisen können also Schaumglas wirklich nichts anhaben. Ja. Wichtig ist, ihr könnt mit dem RDS-System ringsrum die Schalung teilweise sogar selber setzen, wenn ihr euch das zutraut. Ansonsten kann jeder Maurer relativ einfach oder Tiefbauer die Steine und die Elemente setzen. Wichtig ist, und das seht ihr in diesem Bild nochmal ganz genau, wenn ihr die RDS-Elemente setzt in einem Mörtelbett, dann ist es wichtig, dass ihr abschließend eine kleine Kehle, so eine kleine Einfassung mit einer Maurerkelle unten situiert. Das heißt, die Elemente, die RDS-Elemente, die gehen eigentlich hier so tief runter, die werden eingefasst und quasi wie zwischen zwei Fingern festgehalten, damit die zusätzlich nochmal eine Kippsicherung haben. Ich kann euch beruhigen, die Materialien würden auch, die RDS-Elemente würden auch ohne diese Zange von sich aus schon stehen. Man kann da so gegen betonieren, da kippt gar nichts. Ja? Hier sieht man nochmal, wie sich eine Hilfsschnur oder eine Richtschnur gespannt wurde. Da kann man dann entsprechend lang mauern mit diesen RDS-Elementen. Und ihr seht auch, wie die angeliefert werden. Wir liefern euch das Material auf Paletten. Die RDS-Elemente haben so einen kleinen Versatz. Sieht man hier auch nochmal ganz deutlich. Das heißt, die werden ineinander gesteckt wie Lego-Steck. Relativ einfach. Die Fugen, die werden verklebt. Den Kleber kriegt ihr bei uns gleich mit. Beim Bestellen nicht vergessen. Wir weisen euch aber immer nochmal drauf hin. Und dann geht auch das bunte Förmchen aufbringen weiter. Ihr seht hier nochmal den Kleber. Alles, was hier so ein bisschen matschig aussieht, da hat es einer gut gemeint auf der Baustelle. Zu viel Kleber kann es meistens nie sein. Da kann man nichts verkehrt machen. Man will hier auch keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, sondern es geht darum, dass es nachher dicht ist und fachgerecht verklebt ist. Und gerade auch diese Eckelemente lassen sich wunderbar ineinander schieben. Und wenn ihr mal was bearbeiten wollt oder euch ein kleines Stückchen fehlt oder etwas abschneiden müsst, dann nehmt ihr einfach einen Fuchsschwanz, schneidet das ab und fertig. Ihr werdet euch wundern, wie leicht das Material zu bearbeiten ist. Und hier nimmt das Ganze dann auch schon deutlich mehr Formen an. Hier entlang der Richtschnur unter Zuhilfenahme einer Wasserwaage hat Andreas die RDS-Elemente gesetzt, die Fugen verklebt. Und kommt langsam zu einem immer deutlich und schöneren Bild. Und das ist eigentlich so ein Moment, wo das eigene Haus schon so langsam Formen nimmt. Und ihr erwischt euch vielleicht selber bei, dass ihr genau an dieser Stelle vielleicht schon mal durchlauft und sagt, ja, also hier kommt das Wohnzimmer hin und hier, da kommt der Flur hin. Und es kommt einem alles sehr klein vor. Und ihr werdet euch wundern, wenn es nachher fertig ist, wie riesig es doch dann letztendlich ist. Also lasst euch da auch nicht ablenken. Der Eindruck, der erste Eindruck täuscht. Mir ist hier auch nochmal ganz wichtig zu zeigen, wenn wir dann, das zeige ich euch gleich, der Schaumglasschotter eingebracht ist als Dämmung, Wärmedämmung unter der Bodenplatte und dann die Betonplatte obendrauf gegossen wird. Hier, das ist ganz wichtig auch für den Tiefbauer, den ihr vielleicht mit an der Angel habt und mit dem ihr zusammenbaut. Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Diese RDS-Elemente sind eine vollwertige Schalung. Die bewegen sich überhaupt nicht mehr. Es ist sogar so, dass wenn die Betonplatte gegossen wird, drückt sie mit ihrem Gewicht auf die innere Scheibe und die äußere kann sich nicht mehr bewegen. Ja, warum ich das so betone, ist, die Frage erreicht mich am Tag bestimmt 20 Mal. Diese RDS-Elemente sind eine vollwertige Schalung. So sieht das dann nachher auf der Baustelle aus. Und dann kommt der magische Moment, dass die Wärmedämmung noch eingebracht wird, also der Schaumglasschotter. Wie läuft das ab? Wir legen ein Vlies aus. Das Vlies könnt ihr bei uns gleich mitbestellen. Dann habt ihr alles aus einer Hand. Übrigens, die sogenannten KG-Rohre, die Entsorgungsrohre, die kommen, die werden im Baugrund verlegt und werden dann senkrecht hochgeführt. Ja? Im Schotterbett bitte nichts verlegen. Nur in Ausnahmefällen. Warum? Weil ihr ja den Wärmedämmwert damit minimiert. Und außerdem ist es sehr mühselig, im Schotterbett irgendwelche KG-Rohre zu verlegen. Das heißt, am Anfang buddeln, Rohre verlegen, hochgucken lassen. Das geht genauso mit dem Hausanschluss. Da gibt es fertige, kompakte Einrichtungen. Die sieht man hier so ein bisschen am Rand. Das ist der Hausanschluss. Das gibt es fertig. Das lässt man einfach hochschauen. Und dann bestellt man sich bei uns in entweder in 3 Kubikmeter oder in kleineren 1,5 Kubikmeter Big Bags den Schotter. Ihr braucht auf jeden Fall einen Kran auf der Baustelle, weil ihr kriegt diese Big Bags nicht mit 2 Mann gehoben. Die wiegen etwa, dieser große wiegt etwa 300 Kilo, den bekommt ihr nicht bewegt. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall einen Kran, der euch hilft.
Und dann könnt ihr mit euren Freunden zusammen schon mal bereitstehen, auch mit den Kindern. Das ist auch immer ein großer Spaß. Und könnt den Schotter mit der Hake oder mit anderen geeigneten Werkzeugen verteilen. Das Big Bag oder der Big Bag ist einfach anzuheben. Und hier unten ist so eine Tülle, die öffnet man. Und dann kommt der Schotter ganz einfach raus. Ist super einfach, lässt sich einfach verteilen. Und das macht man dann Stück für Stück weiter, bis nachher final nahezu die ganze Fläche mit dem Schotter benetzt und versehen ist. Jetzt kommt noch eine wichtige Aufgabe, und zwar muss der Schotter verdichtet werden. Was heißt verdichtet? Naja, ihr seht, die Kügelchen bzw. die Körner sind aneinandergereiht und liegen eher so ein bisschen lose rum, wie in eurem Grill zu Hause, wenn ihr die Kohle reinkippt. Und bei der Kohle macht ihr es vielleicht auch. Ihr arrangiert sie ein bisschen, ihr legt sie zueinander. Und genau das Gleiche passiert hier mit dem Schotter auch, indem man sich einen Verdichter besorgt, eine Rüttelmaschine, wie man so schön salopp sagt. Und dieser Verdichter sollte mindestens 100 Kilogramm wiegen. Unbedingt. Warum? Man will mit der Frequenz bis in 30 cm Tiefe den Schotter arrangieren, die Körner zueinander korrekt lagern. Wenn ich mit meinen schlanken 50 Kilo, und das war geschummelt, hier auf diesem Schotterbett rumhüpfe, rauf und runter, dann wird sich nichts verdichten. Es gibt nämlich Rüttelmaschinen im Baumarkt, die haben nur 60 Kilo. Ihr werdet damit nicht glücklich. Ihr werdet damit nicht verdichtet bekommen. Deswegen 100 Kilo Minimum. Und wenn ihr Fragen habt, ruft mich einfach an oder fragt uns direkt oder unseren Außendienst. Wir haben eine Liste von entsprechenden Geräten, die ihr euch ausleihen könnt beim Fachhandel, sodass ihr hier auch relativ schnell dann das Material verdichtet kriegt. Und ihr seht, wenn das Material verdichtet ist, ergibt sich eine wunderschöne glatte Oberfläche. Und übrigens, da dann bitte nicht mehr so viel rüberlaufen, weil ihr habt es wunderbar eingebaut. Es ist alles schier und glatt. Bitte nicht mehr so viel rüberlaufen. Und dann habt ihr auch schon den großen Vorteil, dass ihr nur noch eine PE-Folie oben rauflegen müsst. Warum? Wenn ihr nachher betoniert, soll ja der ganze Betonmatsch nicht ins Schotterbett in eure Wärmedämmung laufen. Deswegen kommt da eine PE-Folie drauf. Und dann geht das auch schon weiter. Auf der PE-Folie werden diese berühmten Stahlbeton, die Bewährungsmatten eingebracht. Ganz wichtig, vergesst sie bitte nicht, die berühmten Abstandshalter. Die sorgen dafür, dass die Bewährungslage auch genau an der Position ist, wo sie hingehört. Die Matten kann man relativ einfach selber auslegen, muss man immer nur aufpassen, dass man sich an den Seiten nicht die Arme aufreißt, die sind manchmal sehr scharf. Und dann werden die Bewährungsmatten genau im richtigen Maß ausgelegt. Ihr bestellt dann, möglichst am Freitag, den Betonmischer, der pumpt euch den Beton rein und dann wartet ihr 2-3 Tage und nach 3 Tagen kann man üblicherweise schon sich weiter auf der Betonplatte austoben. Offiziell heißt es laut Ingenieurskunst 28 Tage, aber die hält keiner ein. Und dann ist es relativ einfach, im weiteren Verlauf dann den Beton glatt zu ziehen mit der sogenannten Patsche. Das könnt ihr auch selber machen. Da braucht man ordentlich viel Muskelkraft für. Das ist wirklich eine anstrengende Arbeit. Und wenn ihr dann auch noch die RDS-Elemente als Führung nehmt, dann könnt ihr hier wunderbar mit dieser Patsche wunderbar glatt abziehen und habt nachher final, so wie ihr es hier seht, eine ideale Gründungsplatte, auf der ihr dann euer Einfamilienhaus weiter bauen könnt. Und wenn ihr euch so viel Mühe gegeben habt, wie ich es jetzt in vielen Worten beschrieben habe, dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr ein absolut sicheres, wärmegedämmtes, brandsicheres, nagetiersicheres und wasserdichtes Gesamtpaket um eure Betonplatte herum habt und eingebaut habt. Was soll euch da noch passieren? Am Dach und am Fundament soll man nicht sparen. Wenn ihr das so gemacht habt, wie hier abgebildet, kann euch nichts mehr passieren. Und dann die letzten Fragen, die mich immer wieder erreichen, also die Top 3, die ich immer und immer wieder höre, sind unter anderem, die habe ich hier mal aufgelistet, ist der Schotter nicht zu weich? Weil wenn man den in die Hand nimmt, dann kann man den irgendwie so auseinanderdrücken. So. Ja, ist richtig, aber ihr müsst immer daran denken, dieser Schotter, wenn er entsprechend im Haufwerk, im Team, mit allen anderen Körnern zusammen agiert, dann kann der pro Quadratmeter, ja, pro Quadratmeter, ein Meter, kann der 80 Tonnen pro Quadratmeter tragen. Ja, das ist einzigartig und 80 Tonnen, das sind so 50, 60 Autos übereinander gestapelt auf einen Quadratmeter. Also könnt ihr also absolutes Vertrauen haben, dass das Material nicht zu weich ist. Wie dick muss der Schotter denn eingebaut werden? Das hängt von eurer KfW-Förderung oder von euren Vorgaben des Bauphysikers zurück oder je nachdem, was ihr für einen energetischen Standard erreichen wollt. Üblicherweise macht man das Schotterbett
30 Zentimeter dick. Wenn es mein Gebäude wäre, ich würde 40 oder 45 Zentimeter wählen. Aber das könnt ihr auch mit eurem Bauphysiker noch oder Architekten noch mal besprechen. Ich sage immer so viel, wie es geht und den Baugrund mit dem Bagger ausheben. Das kostet nicht viel, das ist schnell gemacht. Und wenn man noch mal 10 Zentimeter mehr Dämmung hat, dann ist das wunderbar. Ich hatte schon erwähnt, die Schalung kippt nicht, brauchte ich keine Sorgen machen. Aber was mir noch ganz besonders wichtig ist, wenn das Haus tatsächlich dann irgendwann mal zurückgebaut werden müsste oder es vielleicht schon zweimal vererbt wurde und dann wirklich in seine Tage kommt, dann habt ihr den Riesenvorteil, dass ihr auch einen guten CO2-Footprint hinterlasst, wenn das euch wichtig ist. Ich hoffe, denn ihr könnt diesen Schotter einfach wiederverwenden. Der wird ausgebaut und bei Tante Meier unter das nächste Haus gesetzt und dort erfährt es dann eine Renaissance und wird wieder zu einem neuen Haus. Das ist doch schon fast ein bisschen romantisch bei so einem neutralen Thema wie im Baustoff. Das heißt also, ihr baut tatsächlich ein bisschen für die Ewigkeit, wenn ihr nachhaltige Dämmstoffe verwendet, die man auch entsprechend zurückbauen kann.